Wir lernen Dominik Lemke kennen. Dominik war 2018 plötzlich alleine mit zwei kleinen Söhnen. Und seine Tochter war erst 2 Tage alt. Seine Frau Franziska verstarb nach der Geburt an den Folgen einer Hirnhautentzündung. Dominik musste plötzlich alles alleine machen und seinen Kindern Elias, Luis und Leonie irgendwie ein normales Leben bieten. Dazu natürlich die Trauer um den Verlust seiner Ehefrau. Das alles hat Dominik irgendwie gemeistert und erzählt seine Gedanken in einem Buch und jetzt hier bei uns im Studio. Dominik, hallo. Guten Morgen nochmal. 5 Tage, die unser Leben veränderten, heißt ein Kapitel in deinem Buch. Nehmen uns nochmal mit, was ist genau passiert? Ja, es ging los, dass meine Frau an einem Dienstagabend plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und die Ärzte am Abend auch dann letztendlich schon den Hirntod von ihr befürchtet hatten. Sie haben es noch nicht kommuniziert, erst am danach folgenden Tag. Und naja, wir mussten uns dann eben auf den Abschied einstellen. Dafür hatten wir dann noch 5 Tage Zeit. 2 Tage vorher kam dann unsere Tochter noch, die wurde per Kaiserschnitt noch auf die Welt geholt. Und ja, 2 Tage später mussten wir uns dann von Mama und Frau verabschieden. Das war Leonie. Das heißt, du hast erst Leonie begrüßt und dich dann verabschiedet? Oder wie hast du das verarbeitet in dieser Zeit? Ja, es war ein Prozess. Also wir hatten 5 Tage Zeit, sage ich jetzt mal, wo wir uns ein bisschen auf diesen endgültigen Abschied einstellen konnten. Ist natürlich noch mal was anderes, als wenn das so knallhart jetzt innerhalb von wenigen Minuten, ne? Also natürlich. Aber klar, die Trauer war, die hat überwogen gegenüber der Freude. Wir haben uns auf unsere Tochter gefreut, aber gemeinsam. Und dass ich dann da alleine stehen musste mit 3 Kindern und ja, die Freude war natürlich da, dass meine Tochter gesund auf die Welt gekommen ist, aber letztendlich hat die Trauer einfach überwogen und das war schon hart. Und dann standst du da, deine Kinder waren ja auch noch so wahnsinnig klein, ne? Und mit großen Kindern kann man reden, kann man das ja vielleicht auch für sich besser zusammen, gemeinsam verarbeiten. Wie hast du das gemacht? Tatsächlich habe ich das von Anfang an den Zufall überlassen. Also ich habe den Kindern gesagt, okay, Mama ist jetzt als Engel im Himmel. Mhm. Und so habe ich das auch in meinem Buch wiedergegeben, was ich geschrieben habe, dass das braucht Zeit. Ne? Die Kinder sollen selbst entscheiden, wann ich mit ihnen darüber spreche. Mhm. Also Elias ist jetzt 9, Luis 8, Leonie 5,5. Und der Zeitpunkt wird kommen. Elias kann sich immer noch an die Tage erinnern. Da bin ich selbst überrascht, dass es so ist. Aber letztendlich werden Sie den Zeitpunkt entscheiden, wo ich Ihnen dann alles im Detail erkläre. Und ihr geht trotzdem noch regelmäßig aber auf den Friedhof, ne? Ja, also aktuell ist ein bisschen weniger, weil wir haben einfach viel zu viel zu tun. Na klar. Fußball, ja. Wasserball, die Partnerin ist noch Fußballerin. Mhm. Dementsprechend ist der Alltag einfach komplett gefüllt und momentan ist weniger, aber wir versuchen natürlich auch dann wieder hinzukommen, regelmäßig. Genau. Du sagst, der Alltag ist komplett gefüllt. Das kann man sich natürlich vorstellen. Wann waren für dich vielleicht auch ganz praktisch so Momente der Überforderung? Tatsächlich gab es die gar nicht so in dem Sinne, dass ich das so festhalten kann. Was ich aber sagen kann, ist, im Nachhinein hätte ich eine Sache anders gemacht. Die Jungs waren in dem Alter damals, wo man hätte Grenzen setzen müssen. In der Situation habe ich es nicht getan. Und dementsprechend sind Warum wir heute. Nicht? Das konnte ich emotional nicht. Ne? Also, sie haben ihre Mama verloren und das wollte ich dann einfach nicht. Also ich wollte ihnen das Positivste und Schönste jeden Tag mitgeben. Und da wollte ich das dann nicht so durchsetzen. Auch wenn es im Nachhinein wichtig gewesen wäre. Denn jetzt haben wir jeden Tag so die Herausforderung zu Hause. Na klar. Wo die Grenzen immer wieder mal ausgelotet werden. Aber du musstest ja irgendwie auch versuchen, für alle 3 da zu sein. Ich meine, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, jedem Kind gerecht zu werden und das ganz alleine. Das war schwierig, das ist auch heute noch schwierig. Auch zu zweit mit Partnerinnen wieder. Aber in der Situation, ich hatte eine Umschulung begonnen, die hatte ich dann erstmal abgebrochen. Ich war lange Zeit krankgeschrieben. Da bin ich auch unheimlich dankbar darüber, dass es eben so funktionierte. Aber ja, wir haben es irgendwo hinbekommen. Also versucht für alle irgendwo was Glückliches und Positives jeden Tag rauszuholen. Es ist ja eigentlich auch noch gar nicht so lange her. Hast du für dich das Gefühl, du hast die Trauer mit all dem, was da passiert ist, schon für dich gut verarbeiten können? Oder hat dir die Zeit gefehlt? Nee, also ich konnte sie wirklich
gut verarbeiten, aber eben auch positiv. Ne? Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache weiter für meine Kinder. Das war mir immer das Wichtigste. Die Kinder sind mir heute immer noch das Wichtigste und so wird es auch immer bleiben. Und von daher habe ich das positiv verarbeitet. Natürlich immer mal wieder Situationen gehabt, wo ich sage, okay, da brauchte ich auch mal Momente für mich. Aber auch das habe ich dann wiederum in meinem Buch erklärt, wie ich damit in den einzelnen Situationen umgegangen bin. Denn es sollte eben wirklich so sein, dass die Kinder den Alltag eben weiterleben können und wir Spaß haben, trotzdem irgendwo ein glückliches Leben führen können. Es gibt vielleicht auch ein paar Zuschauer, die auch ähnlich eine schwere Zeit haben, aus welchen Gründen auch immer. Was möchtest du denen mitgeben? Ja, also alle, die wirklich von einem harten Schicksalsschlag, wie es bei uns eben war, getroffen wären oder worden sind, niemals aufgeben. Ne? Also irgendwo den Mut fassen, das Positive für sich rausziehen, was kann ich da mitnehmen, was ist trotzdem, was bleibt positiv. Bei mir war es jetzt einfach, weil ich Kinder hatte. Ne? Ich wusste, für sie geht es auf jeden Fall weiter. Wenn ich alleine gewesen wäre, weiß ich nicht, wie es dann gewesen wäre. Aber am Ende geht für uns immer das Leben weiter. Ne? Egal, Trennung, Verlust, wir können immer was Positives irgendwo rausziehen und sei es die Kinder. Die immer weiterleben sollen. Manchmal kann man eben auch Positives von anderen mitnehmen und ein bisschen die Stärke teilen, die du hast. Und das machst du in deinem Buch Glaub an dich, Hashtag niemals aufgeben. Vielen Dank, Dominik, für dein Buch. Vielen Dank, dass du deine Geschichte teilst. Alles Liebe. Danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.